So, moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Monster Hunter World. Wir werden heute Fishy Mac Fishman platt machen. Dafür habe ich, glaube ich, schon Untersuchung angenommen. Und auf gute Jagd, würde ich sagen. Ich habe das vorherige Video gerade geschnitten. Und der Ton war verzogen. Und ich weiß nicht warum. Das macht mich gerade echt ein bisschen aggressiv. Möchte ich stark behaupten. Ich weiß nicht, was in der Zeit los ist. Ich habe Pech. Das ist nicht normal. Aber bevor wir auf die Jagd gehen, will ich nochmal ganz kurz feststellen, ob ich richtig liege mit Fischkopf. Das ist nämlich der hier. Ob der gegen das... Ja, Donner. Er mag kein Donner, ist klar. Deswegen werden wir für die heutige Mission den Donnerbogen mitnehmen von Tobi Kadachi. Das ist der hier. Sieht übrigens ultra geil aus mit dem Fell dran. Und ich freue mich. Ich freue mich auf keine Ahnung was eigentlich. So, was haben wir hier? Ach scheiße, so eine Fangquest, ne? Ja, ich sag mal so. Fangen sollte jetzt nicht das Problem sein. Also ist das letzte Problem, was ich hier sehe. Lager 11, komm. Ich habe ja alles dabei zum Fangen. Gibt ja auch, ist ja eigentlich auch mal vom Vorteil, die Viecher zu fangen. Ich töte sie aber lieber. Also aktuell, weil ich brauche halt von ihm nichts, aber du. Goldbelohnung. Drauf geschissen, warte mal, ich mach mal hier. Fällt dazu. Nicht, dass euch das hier nervt. Ich weiß, ich habe, glaube ich, im letzten Video die ganze Zeit offen. Ne? Ah, tut mir so leid. Ey. Das lief echt scheiße. Gebe ich zu. Lief nicht so rund, wie es hätte laufen sollen. So, Honig, Superkäfer hier. Da brauche ich noch mal. Muss ich mal nachdüngen, die Kacke. Beutezüge habe ich, glaube ich, immer. Habe ich noch abgegeben? Ich muss nochmal nachgucken. Ich bin mir da unsicher. Nicht, dass wir hier gleich ohne. Wobei ich denke schon, dass wir das fertig gemacht haben. Jawohl. So, und natürlich Insekten sammeln haben wir auch dabei. Da soll uns ja nichts mehr im Wege stehen. Und dann Fischkopf hier. Grüße an Chris, ja, Fischkopf, du. Und dann Fischkopf hier platt zu machen. Einfach nur für die Rüstkugeln. Für mehr mache ich das nicht. Und mir ist halt eh langweilig. Und wenn ich jetzt Internet hätte, hätte ich auch Leuten helfen können, den platt zu machen. Aber ich habe kein Internet. Deswegen, ach, in 15 Minuten auch noch. Ja, jetzt haut er aber raus, du. Das war das geringste Problem. Den hier in 15 Minuten platt zu kriegen. Um dieses Turmproblem aber jetzt gleich in den Griff zu kriegen, falls es nochmal auftauchen sollte, werde ich gleich einmal kurz schießen. Wenn sich die Dinger hier, was kann ich hier machen, oder? So, wenn wir das nicht geklärt haben. Was gibt's Nervigeres für ein Video als den Sound von einer WhatsApp-Nachricht? Nix. Gut, ich gebe zu, das Lager war jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra. Ich bin nämlich an der ganz falschen Stelle. Egal, können wir die schöne Umgebung genießen. Das doch, hat doch auch was. Kurz einmal hier hin. Holen uns den Ausdauerkäfer. Dann brauche ich die Katze. Dann brauche ich nicht warten, dass die Katze mich dementsprechend bufft, sondern kann direkt loslegen. So, und da hinten ist er. Fischmeck, Fischkorb, Junge.
weil ich es kann. Ah, verdammt, da hat er mich erwischt. Da hat er mich! Ach, verdammt. Der an seinen scheiß Schleim, du. So. Ah, voll, nicht in die Scheiße da rein. Bin gerade ein bisschen konzentriert, entschuldigt das bitte. Mein Problem sollte jetzt nicht sein, den jetzt in der richtigen Zeit platt zu kriegen, weil... Wenn man überlegt, wie schnell wir die anderen vorhin platt gekriegt haben, ich meine den Barov, den haben wir ja... Innerhalb von, was war das? Ich glaube, 7 Minuten haben wir gebraucht. Ah, fuck, Wasserpest. Hat er schon Aua? Kann man die Falle schon ansetzen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich probiere es einfach mal. Es wäre aber doof, wenn nicht. Weil ich habe halt nur diese eine Falle dabei. Aber ich sehe kein Totenkopf-Symbol. Daher würde ich lieber auf Nummer sicher gehen. Oh fuck. Barov. Bist du ein Mafagger, Alter? Ich glaube, der mag mich nicht. Na, wo bist du?
Humpelt er? Ich sehe das einfach nicht. Ja, der humpelt. Definitiv humpelt er. Er darf sich abhauen. Kann hinten im Wasser, kann ich die Falle nicht platzieren. Verdammt! Welche in der Falle locken müssen. Egal, egal. So. Nummer 1. Und großes Monster fahren. Guck mal, dann machen wir doch gleich mehrere Quests hier auf einmal, du. Ach genau, außerdem brauche ich den ja gar nicht, weil gefangen. Ich bin einfach gut, Alter. Ja, ich denke, ich sollte mir nochmal irgendwie einen Blitzkäfer so mit einpacken. Für den Fall der Fälle, um nochmal nachbauen zu können, falls man die Falle verschwendet. Und Betäubungsbomben sollte ich eigentlich auch mal nachbauen. Rüstkugeln 2er. Brauche ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber komm. Mitnehmen, was geht. Geld kann man auch nie genug haben. Daher. Aus dem Level schimmern Gadget. Das Korallenorchester. Das ist wichtig, dass das auf 10 kommt. Bin ich ja kurz davor. Ich glaube, 10 ist das höchste, ne, Dennis? Was hast du? 10? Damit mein Kätzchen effektiver wird. Du kannst jetzt wieder essen. Sehr schön. So. Im Zweifel einfach reinhauen. Jawohl. Einfach rein, Junge. Untersuchung. Funquest. Lager 1 machen wir diesmal. So. Speichern das Same. Und dann. Gib ihm! Gib ihm hab, aber herzlich. So, hat Dennis geschrieben, wobei, ich glaube, Sprachnotiz, ne? Jawohl, nimm eine Minute Sprachnotiz, höre ich mich später an. Das kann ich jetzt nicht. Kaufaufladung. Was? Ach, Kraftaufladung. Ich bin auch so eine Kaufaufladung, ey. Ja. Einmal kurz ins Zelt rein, damit wir unser Dings nochmal auffüllen können. Wobei da ist simple Fallen dabei, bliblablub. Aber das passt so. Kurz mal was futtern. Und dann können wir auch direkt wieder weiter. So, ein bisschen HP dazu. Bla bla bla. Und Feuer. Komm, diesmal nutzen wir mal so einen Machtsamen. Für maximale Penetration. Jawohl. Mitkommen, die Herren. Wir vorne mal den Honig einsammeln. Ich habe zwar über 600 mittlerweile, aber man kann nie genug Honig haben.
Wo haben wir dich denn? Barov. Ja, Barov möchte ich aber nicht. Ich möchte ja... hier hin. Was soll die Scheiße denn jetzt? Da haben gerade die Spähkäfer irgendwas entdeckt, was ich nicht bekämpfen wollte. Und die Fische gehen mir auf den Sack. Die sind gerade nicht wirklich hilfreich. Ich habe noch großkotzig davon geredet, dass ich Donnerkäfer mitnehmen sollte. Verdammt. Was mache ich? Ich nehme keine Donnerkäfer. Mann! Ich nehme keine Donnerkäfer mit. Das ist so typisch. Ärgerlich! Ärgerlich! Oh, jetzt kann ich aber einfach mal mitnehmen. Tadam, tadam, tadam. Einfach, weil es geht. Ja, hau mal ab, du. Das sind
Förderplatz brauche ich jetzt aber gar nicht. Nullbeere haben wir auch nicht. Diesmal aber nicht an der Wasserpest erkrankt. Bisher. Lieber, ich sag mal lieber bisher. Das heißt es auch wieder. Ha, guck mal an. Hast du gesagt und jetzt hast du davon. Oh Gott, nein! Scheiße! Diese verdammten Klöten! Aber humpelt. Ey, wirklich? Diese verkackten Lehmkröten. Mein verkacktes Glück. Jupp. Er macht den Humpelmax. Machen wir wie eben gerade einmal. Eben Fall auf den Felsen. Oder machen so. Tada! Wunderbar, wunderprächtig. Gutachten, große Monsterfang abgeschlossen. Muss ich das hier eigentlich dreimal machen oder zweimal? Ja, also dreimal mache ich den jetzt nicht, dann wird das Video zu lang. Da hatte ich jetzt weniger Bock drauf. Katzi, Katzi! Ah, fuck. Jetzt habe ich vergessen, den Links anzurufen. Oh! Ich habe einen Edelstein bekommen. Sehr cool. Das ist ein Juwel. Ich meine Edelstein. Miauzer. Einschmelzmaterial. Ich habe gerade Miasma gelesen. Ich habe mich schon gefreut. So, Stufe 9. Ich hatte mich schon gefreut, dass ich endlich den dritten... Mir erstmal Stein, gut, ich könnte ihn mir auch holen, aber das ist jetzt auch nicht in der Sache. Ja, eigentlich schon. Sonst kann ich mir den letzten Drachenältesten nicht machen. Ja, ja, ja. Und sonst so bei euch alles gut, ja, ne? Hm. Ja, Erntebeute, komm, Beutezüge, Alter. Jetzt aber mal richtig losgehen. Große Monster fangen. Ja, hab mir schon fast gedacht. Ha, lustig. Ich hatte den Beutezug gar nicht mit. Ja,
Kann man auch machen. Ich war mir sicher, ich hatte den immer mit eingepackt. Na egal, haben wir wenigstens mal zweimal das Viech gesehen. Scheiße. Heute läuft echt nicht so, wie es soll, ne? Gar nichts. Na, kurz immer Botaniker, bei Danzo vorbeischauen, was der so im Angebot hat. Hier sieht meine Ernte aus. Sehr gut eigentlich. So. Warte mal, muss ich nachdenken? Muss einer gut sein, oder? Ja, hält aber zwei Quests. Ja, damit danke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die Tage geht es dann jetzt mit den anderen Geschichten weiter. Bis dahin, haut rein. Wir sehen uns.